Als diese Polizistin ein Restaurant betrat, weigerten sich die Angestellten, sie zu bedienen. Sie ahnten nicht, dass ihnen eine süße Gerechtigkeit zuteil werden würde. Eines Morgens ging in Alexandria, Virginia, eine uniformierte Beamtin ihrem Dienst nach. Wie für fast jeden ist ein Tag mit verschiedenen Risiken, Herausforderungen und Erfolgen verbunden. Und für diese Ordnungshüterin war es nicht anders. Für sie bestand ein normaler Arbeitstag aus den üblichen Streifengängen, vielleicht zwei oder drei Verwarnungen übereifriger Autofahrer. Und manchmal ging sie hin, um die Wogen zwischen verärgerten Nachbarn zu glätten. Was auch immer sie tat, sie achtete stets darauf, dass es den Grundwerten ihres Berufs entsprach. Ganz gleich, wo sie war. Aus diesem Grund hatte sie ein gutes Verhältnis zu den Einheimischen, aber vielleicht nicht zu allen, wie sie bald feststellen musste. Gegen Mittag hatte die Frau immer noch viel Spaß bei der Arbeit. Sie ahnte nicht, dass sich bald alles zum Schlechten wenden würde. An diesem Abend, müde und hungrig, hatte die Ordnungshüterin plötzlich Lust auf Nudeln. Sie war so ausgehungert, dass sie eine große Schüssel auf der Stelle verputzen könnte. Also stieg sie in ihr Auto und fuhr zum Restaurant Noodles & Company in der Duke Street. Sie hatte es schon ein paar Mal besucht und war mit dem Service zufrieden. Aber diesmal war es ganz anders. Als sie hineinging, war sie froh, dass die Schlange nicht so lang war. Dennoch brauchte sie viel Geduld, bis sie an der Reihe war. Ein paar Kunden warteten darauf, bedient zu werden. Zunächst schien es nichts Ungewöhnliches zu geben, bis sie plötzlich bemerkte, dass ein Koch an die Kasse kam und auf die Kassiererin zuging. An der Art, wie er sie anstarrte, konnte die Polizistin auch ohne ihren Spürsinn erkennen, dass etwas nicht stimmte. »Nimm sie besser aus der Schlange, denn sie bediene ich nicht«, sagte er zur Empfangsdame und gestikulierte in ihre Richtung. Da die Beamtin gesehen hatte, dass der Koch auf sie deutete, war sie sehr verwirrt. Also drehte sie sich um. Vielleicht hatte er jemand anderen gemeint. Aber als sie sich zur Seite drehte, waren alle Augen auf sie gerichtet. Die Beamtin war sich nicht sicher, was sie getan hatte, aber sie vermutete, dass es daran lag, dass sie eine Uniform trug. Aber wann gab es jemals eine Regel, Menschen in Montur nicht zu bedienen? Doch was dann geschah, machte die ganze Situation nur noch erbärmlicher. Als die beiden Angestellten sahen, dass ihre Worte die Ordnungshüterin verletzten, lachten sie laut. Dies würde fast jeden verärgern, aber die Polizistin wusste, dass sie alles, was sie gelernt hatte, einsetzen musste, um eine Eskalation zu verhindern. Es kostete sie all ihre Willenskraft. Schließlich sagte sie, ich schätze, Sie wollen mein Geld nicht. Und dann ging sie. Währenddessen spöttelten die beiden weiter und genossen offensichtlich ihr Unbehagen. Sie wussten nicht, dass ihre Aktion bald einen sauren Beigeschmack hinterlassen würde. Obwohl die Beamtin ohne Essen wegging, war sie mit dem Vorfall noch nicht fertig. Sie wusste, dass sie sich rächen musste, aber auf die richtige Weise. Als sie zur Arbeit zurückkehrte, erzählte sie ihrem Vorgesetzten, Polizeichef Earl Cook, alles. Earl war unzufrieden mit der Art und Weise, wie mit ihr umgegangen wurde. Die erste Reaktion als Polizeibeamter ist Wut. Es sind gerade sehr schwierige Zeiten, was unsere Beziehungen angeht. Und wenn einer meiner Bediensteten so behandelt wird, bin ich sauer, sagte Earl zu seiner Angestellten, nachdem er sich ihre Tortur angehört hatte. Er war jedoch noch erstaunter, als sie ihm sagte, sie sei gegangen, ohne ihre Meinung zu äußern. Er lobte sie dafür, dass sie mit der Situation richtig umgegangen war, denn alles andere hätte einen unnötigen Ausbruch bei den Einheimischen auslösen können. Er konnte jedoch nicht umhin, sich zu fragen, warum es zu einem solch unglücklichen Vorfall kommen musste. Nachdem er ihr zugehört hatte, setzte er sich sofort mit dem Restaurant in Verbindung und die Geschäftsleitung bestätigte, dass das traurige Ereignis tatsächlich stattgefunden hatte. Sie entschuldigten sich und versprachen, den Fall zu untersuchen. Was sie schließlich taten, fand die Zustimmung der Öffentlichkeit. Das Gasthaus erfüllte sein Versprechen und befand die Mitarbeiter für schuldig. Anschließend veröffentlichte es eine offizielle Erklärung, in der es die Maßnahmen darlegte, die es ergriffen hatte, um sicherzustellen, dass die Angestellten nicht ungestraft blieben. Die Ansichten und Handlungen dieser Personen waren unentschuldbar und spiegeln nicht die Ansicht des Unternehmens oder des restlichen Personals wider. Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass die beiden betreffenden Teammitglieder unangemessen gehandelt haben
und haben ihr Arbeitsverhältnis mit sofortiger Wirkung gekündigt. Wir haben den größten Respekt vor den Beamten der Strafverfolgungsbehörden und schätzen die Beziehung, die wir im Laufe der Jahre mit dem örtlichen Alexandria Police Department aufgebaut haben, schrieben sie. Schon bald erregte die Geschichte in der Öffentlichkeit große Aufmerksamkeit. Fast jeder hatte etwas dazu zu sagen. Einige Einwohner sahen darin jedoch eine perfekte Gelegenheit, das Restaurant zu überfallen. Sie wollten ihnen eine Lektion erteilen. Niemand weiß, wie die Dinge ausgegangen wären, wenn die Polizei nicht schnell eingegriffen hätte. Sie nutzte all ihre Social-Media-Kanäle, um die Rowdies darüber zu informieren, dass sie die Zerstörung von Eigentum nicht gutheißen würde. Dieser Plan ging auf und der wütende Mob gab auf. Pete Feltham, ein Vertreter der Polizeigewerkschaft von Alexandria, erklärte ebenfalls, dass das Lokal nicht wegen der Handlungen einiger weniger Leute verurteilt werden sollte. Allerdings lobte er auch die Geschäftsführung dafür, dass es uneingeschränkt kooperierte. Sie waren jedoch nicht die einzigen, die auf diesen Vorfall reagierten. Er erregte auch die Aufmerksamkeit von Bürgermeisterin Allison Silberberg. Sie zeigte sich ebenfalls beeindruckt von den Schritten, die das Unternehmen Noodles & Company unternommen hat, um das Fehlverhalten zu korrigieren. Wir schätzen die schnelle und gründliche Reaktion und die Entschuldigung. Nach einem ausführlichen Dialog mit der regionalen und nationalen Führung sind wir davon überzeugt, dass es sich hierbei um einen Einzelfall handelte, der weder auf das Unternehmen noch auf seine anderen hart arbeitenden Mitarbeiter zurückfällt. Glücklicherweise kam diese Erklärung zu einem Zeitpunkt, als das Restaurant bereits mehrere schlechte Kritiken erhalten hatte und trug dazu bei, den Ruf wieder zu verbessern. Ich denke auch, dass es nicht wegen der Fehler einiger weniger verurteilt werden sollte und es ist gut, dass sie entlassen wurden. Ich denke, das wird anderen als Lehre dienen. Um sicherzustellen, dass ein solcher Vorfall sich nicht wiederholt, ist das Lokal noch einen Schritt weiter gegangen und hat an seinen Türen Schilder angebracht, auf denen es seine Unterstützung für die Ordnungshüter erklärt. Nachdem ich diese Geschichte gehört hatte, konnte ich nicht anders, als mich über vieles zu wundern. Was wäre, wenn der Koch und die Kassiererin nicht so gehandelt hätten? Nun, vielleicht hätten sie dann immer noch ihren Job. Außerdem hätten sie ihren Freunden und ihrer Familie vieles erspart. Wer weiß, wann immer wir das Haus verlassen, könnten wir auf Menschen treffen, die uns absichtlich ärgern wollen. Denke immer daran, dass es besser ist, wegzugehen, denn man weiß nie, wozu solche Dinge führen können. Wie würdest du reagieren, wenn du in ein Restaurant gehst und der Koch sich weigert, dich zu bedienen?